Moin moin und herzlich willkommen. In dem heutigen Video schauen wir uns das Texture Blocking für Borg an. Borg ist eine T10, Shape-Version entsprechend eine T15. Das erste, was wir sehen, ist, dass wir zwei Red Maps und zwei Yellow Maps in der Nähe haben, da wo unsere Saxons, unsere guten Saxons draufkommen. Wir starten mit Death in Texas. Da haben wir Primordial Pools, Summit, Necropolis und gut, Lea ist aber ja eine eigene Saxon Map, also da kommen wir später drauf zurück. Schauen wir uns zuerst Primordial Pool an. Und hier sehen wir jetzt, dass wir auf Orchard, Core und Summit schlechte Saxons rollen müssen und halt auf Primordial Pool. Dann sind wir damit fertig, dann haben wir noch Summit. Und hier sehen wir, dass wir auf Core, wo ja schon einer drauf ist, und auf Sunken City einen schmeißen müssen. Sunken City ist aber eine T15 und die haben wir entsprechend dann ja wahrscheinlich nicht freigeschaltet, weil die mit Map Drops von Shape Borg konkurriert und Shape Vault. Also sind wir hier im Grunde fertig. Gehen wir nach unten, schauen uns Necropolis an. Da haben wir selbe Problem wie mit Sunken City. Lava Lake nicht freigeschaltet, Colosseum nicht freigeschaltet. Bleibt nur noch Arsenal übrig. Damit ist Necropolis fertig. Schauen wir uns als nächstes Leer an. Necropolis ist durch. Da haben wir Arsenal und Racecourse anliegen. Kommen wir als nächstes zu Arsenal. Hier sehen wir, gut, hier oben sind wir fertig. Nicht freigeschaltet, nicht freigeschaltet. Dann Terrace Promenade, Saxons drauf. Und hier kommen wir jetzt zu so einer Sache. Pit of the Chimera. Ich meine, die Maps kann man ganz gut verkaufen. 30 Chaos aktuell. Das heißt, man kann die eigentlich ruhig freischalten, weil dann kann man da auch noch einen schlechten Saxon draufrollen. Man darf sie dann halt nur nicht laufen, aber das ist ja klar, weil sonst würden die ganzen Saxons hier wieder rausgehen. Also da auch einen schlechten Saxon drauf. Da haben wir noch die Racecourse Map und hier ist nur Promenade dran. Die hat aber ja dann schon einen schlechten Saxon, also sind wir hiermit auch fertig. Gehen wir rüber auf die andere Seite, schauen wir uns zuerst Wastepool an. Wastepool hat Hallowed Ground, aber die liegt ja eh in erster Reihe an Bock. Die brauchen wir also erstmal nicht. Und Mausoleum. Wenn wir uns Mausoleum anschauen, sehen wir, dass Ashenwood, Lava Chamber und Cemetery an Mausoleum dran liegen und damit in dritter Reihe zu Bock. Damit, wenn wir hier schlechte Saxons draufgerollt haben, sind wir dann auch fertig mit Mausoleum und entsprechend auch mit Wastepool. Schauen wir uns als nächstes Hallowed Ground an. Da haben wir Mausoleum, ist fertig. Und Cemetery und Olmec Sanctum und Bone Crypt. Fangen wir an mit Cemetery. Da sehen wir, dass wir Olmec Sanctum und Toxic Sewer haben. Schlechte Saxons drauf. Sind wir damit fertig. Als nächstes Olmec Sanctum. Sehen wir, dass hier gut Toxic Sewer, Bone Crypt, schlechte Saxons drauf. Und dann haben wir noch als letztes Bone Crypt in der Nähe. Und Bone Crypt hat Olmec Sanctum, Mudgeyser, Phantasmagoria. Da entsprechend auch schlechte Saxons drauf. Und dann sind wir auch durch mit Borg. Und wenn dann alles fertig ist, sollte das Saxon Blocking für Borg so aussehen. Eine kurze Sache noch, und zwar geht es hier um Orchard. Wie man hier sieht, ist Orchard eine Map in erster Reihe zu Vault. Und man will hier für Borg einen schlechten Saxon draufrollen. Was natürlich in direktem Konflikt steht mit dem guten Saxon, den man auf Orchard haben will, wenn man Vault laufen will. Also, wenn man wohl laufen will, lässt man den schlechten Saxon hier natürlich aus und rollt hier halt die guten Saxons drauf. Wenn man wohl nicht laufen will, rollt man hier entsprechend einfach einen schlechten Saxon drauf. Gut, das war's dann auch schon. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Farmen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht einfach in meine Videobeschreibung rein. Da findet ihr hier einen Amazon-Link. Wenn ihr über diesen Amazon-Link etwas bestellt, wird das meinem Account quasi zugeschrieben und ich kriege dann eine Gewinnbeteiligung. Wenn ihr euch also diesen Link als Lesezeichen zum Beispiel abspeichert, das würde massiv helfen. Und es kostet euch tatsächlich nichts extra, erstaunlicherweise. Vielen Dank für die Unterstützung.